Sicherlich war einer meiner persönlich größten politischen Erfolge, dass ich durch beharrliche Arbeit in den ganzen letzten Jahren erreicht habe, dass die Sportagentur in die Düsseldorf-Kongress eingegliedert wurde, ein völlig neues Konstrukt entstanden ist, nämlich Düsseldorf Kongress Sport und Event mit einer entsprechenden Konzeption, die wir über Jahre gefordert haben. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass wir das noch in dieser Wahlperiode erledigen konnten. Eine große Enttäuschung in der letzten Ratsperiode ist für mich, dass immer weniger die kommunale Selbstverwaltung im Vordergrund der Debatten standen, sondern immer und immer zunehmend die parteipolitischen Ideologien von Schwarz und Gelb vor allen Dingen, die gar nicht zugelassen haben, dass andere Ideen, dass gute Ideen unter anderem auch von uns überhaupt eine Chance hatten, realisiert zu werden und damit für die Düsseldorferinnen, für die Düsseldorfer wesentliche Punkte entzogen wurden. In der nächsten Wahlperiode möchte ich gerne, dass wir erstens eine Mehrheitsbeteiligung haben als Grüne, also tatsächlich mitbestimmen können, die Stadtpolitik. Und zum Zweiten, dass unsere Miriam Oberbürgermeisterin wird und das insgesamt ein Gesamtkonstrukt ergibt, wo die Grünen in Düsseldorf deutlich stärker ins politische Geschehen bestimmend mit eingreifen können, als das in der Vergangenheit der Fall war.